Da sind wir wieder. Cora Watson, ich, Sherlock Foodle und Inspektor Chocolate ist leider unterwegs. Bei Sherlock Holmes und das Geheimnis des silbernen Ohrrings, das letzte Mal haben wir ja ein bisschen rumgequist und ich glaube, dass wir jetzt auf der richtigen Spur sind. Schauen wir mal nach. Was für ein Kinderspiel, Watson. Ja. Wir haben alle Fragen beantwortet. So sieht's aus. Schauen wir mal, wie es weitergeht. 15. Oktober 1897. Mein lieber Lestrade, ich gratuliere Ihnen zur Präzision Ihrer Aufzeichnungen. Es stimmt zwar, dass Sie alles von Wichtigkeit ausgelassen haben, aber Sie haben mir die Mühe erspart, alle Bagatellen auszuschließen und haben mir die richtige Richtung gewiesen. Ah, ich höre vertraute Schritte auf der Treppe. Watson, setzen Sie sich doch. Sie müssen halb verhungert sein. Lestrade war so freundlich, uns in der Hoffnung, es würde uns bei dieser Angelegenheit nützen, eine Kopie seiner Aufzeichnung zu bringen. In der Tat. Sie können sie jetzt studieren, während Sie Ihr Mahl genießen. Bitte lassen Sie sich Zeit, Watson, denn eine schlechte Verdauung mindert die Denkfähigkeit. Das und Sie werden keinen Widerspruch von mir vernehmen, denn dieses Gewicht ist köstlich. Wenn Sie Ihre Mahlzeit beendet haben, machen wir uns mit Lestrade auf nach Sherringford Hall. Ich sollte die Dokumente lesen, die Holmes mir gab. Ja, er ist auf jeden Fall mal den Inspektor mobben. Dann schauen wir uns die Dokumente mal an. Es ist viel zu lesen, wie mir scheint. So. Der Tatergang, die Tatwaffe, uff, das Motiv. Marilyn, das Verbrechen. Kurz vor 11 Uhr abends wurde Sir Melvin Bromsby, Ingenieur, Architekt und angesehener Bauunternehmer in seinem Herrensitz Sherringford Hall durch einen Schuss tödlich verwundet. Das Verbrechen, dessen Urheber noch unbekannt ist, fand während seines Empfanges im Ballsaal statt. Diesen Empfang hat das Opfer zu Ehren seiner Tochter gegeben, die soeben nach langjährigem Besuch eines Mädchenpensionats auf dem Kontinent nach England zurückgekehrt war. Trotz Anwesenheit unzähliger Zeugen konnte keine präzise Aussage über die Umstände dieser abstoßenden Tat aufgenommen werden. Zum Glück ist das nicht wertend, was da drin steht oder so. Nichtsdestotrotz steht aufgrund verschiedener Hinweise die Tochter des Opfers, Miss Lavinia Bromsby, unter Tatverdacht. War wird es wohl dann gewesen sein. Die Tatwaffe. Die Kugel, die im Körper des Opfers eindrang, entspricht dem Kaliber des Revolvers, der in Miss Lavinia Bromsbys Handtasche gefunden wurde. Diese Handtasche befand sich auf dem Boden neben der Tür, in der Miss Lavinia Bromsby, nachdem der tödliche Schuss gefallen war, zum ersten Mal gesehen wurde. Alle Zeugen stimmen dahingehend überein, dass das Schussgeräusch aus Richtung dieser Tür kam. Mhm. Der Revolver ist ein alter, ein alter kleinkalibriger Wright, eine höchst zuverlässige Waffe. Dies würde auch erklären, warum ein einzelner Schuss trotz eines Abstands von mehreren Metern aus einem schwierigen Winkel tödliche Wirkung haben konnte. Miss Lavinia selbst behauptet, das Opfer habe ihr vor der Tat den Revolver höchstpersönlich gegeben, um sich vor einer unbekannten Bedrohung schützen zu können. Die Aussage wird von der Tatsache bestätigt, dass Modelle dieses Typs unter keinen Umständen auf dem Kontinent zu finden sind. Miss Lavinia, die letzten Jahre verbracht hat. Falls sie als Mörderin überführt wird, kann Vorsatz somit ausgeschlossen werden. Das Motiv. Das Opfer, obwohl er sich weniger oder so gut wie keiner Freunde rühmen konnte, hatte möglicherweise auch keine Feinde, die eines solchen Verbrechens fähig wären. Seine ausgewiesene Unbeliebtheit beim Hauspersonal wurde durch die attraktiven Löhne, die er ihnen zahlte, wettgemacht. Sein Geschäftspartner nannte ihn vor dem bekannten Hintergrund einen harten, aber gerechten Geschäftsmann. Die Tatsache, dass er lange Jahre in Indien verbracht hat und ausschließlich für sein Geschäft lebe, schließt ein Verbrechen aus Leidenschaft oder Eifersucht aus. Zu guter Letzt passt die Art und Weise nicht zu einem typischen Rachemord dieser oder jener
Hindu-Sekte, obwohl solche Taten durchaus auch hier vorkommen. Das Motiv muss sich somit um sein Vermögen oder etwas sehr Persönliches drehen. Mhm. Eine weitere Spur, die zu Miss Lavinia Bromsby führt, laut H. Grimble, Sir Bromsbys Partner, war die Beziehung zwischen Tochter und Vater derart angespannt, dass er ihr in den vergangenen 6 Jahren nur einen einzigen Besuch abstattete. Ein hiesiger Constable meinte, muss sich mit Mr. H. Fowler, Sir Bromsbys Anwalt, in Verbindung setzen, um die wichtigsten Teile seines Testaments, falls eins existiert, vorerst zu beschlagnahmen. Tathergang. Ui, ist das viel. Der Tathergang. Hinsichtlich des Abstands und Winkels des Schusses ist anzunehmen, dass ein Meisterschütze diesen Schuss erfolgreich ausführen konnte. Doch könnte Kommissar Zufall mitgewirkt haben. Ja, Kommissar Zufall. Und andere Möglichkeiten offenbaren. Laut Aussagen der Droschkenkutscher, deren Standort einen idealen Blickwinkel auf den Dienstboteneingang zuließ, haben dies nach dem Schuss und bis die Tür von einem der Bediensteten von außen verschlossen wurde, keine Person durch eben jene Tür kommen sehen. Also Mord im verschlossenen Raum quasi. Alle Fenster sind vergittert und die zufällige Anwesenheit des Dienstmädchens im Treppenhaus weist darauf hin, dass sich niemand in die oberen Etagen begeben hat. Laut Aussage Miss Lamberts, boah, der Gouvernante sind ihr nur 2 Personen aufgefallen, die zur Ankunftszeit zur Bromsbys nicht im Ballsaal waren. Mr. Horace Fowlett, der Anwalt des Opfers, und Miss Lavinia Bromsby. Die Bediensteten waren angewiesen, darauf zu achten, dass alle Gäste bei Erscheinen Sir Bromsbys im Ballsaal anwesend zu sein hatten. Ich bin davon überzeugt worden, dass jeder, der den Ballsaal verlassen hatte, von Sir Bromsbys Erscheinen wieder in den Saal zurückgekehrt war. Da Horace Fowlett nicht das Tor von Sherringford Hall passiert hatte, war die einzige Person, deren Aktivitäten zur Zeit des Schusses unbeachtet waren, Miss Lavinia Bromsby. Die galante Aussage eines jungen Infanterieoffiziers, der bezeugte, er habe sie an der Türe stehen sehen, ist der einzige Grund, sie nicht des Mordes zu verdächtigen. Da Miss Bromsby gestern Abend noch unter Schock stand und wie der örtliche Arzt, der sie untersuchte, zu bezeugte, ist ihr Verhör auf heute verschoben. Bericht von Scotland Yard. Oh, das kann ich besser lesen. Allgemeine Informationen über Sir Melvin Bromsby. Keine Anklagen zivil- oder strafrechtlicher Art, keine Vorladung als Zeugen in zivil- oder strafrechtlichen Prozessen, Kläger bei einem Raub, Fall, der im Juli 1881 an einem Marktstand bei St. Bartholomew verübt wurde. Das Gerichtsurteil wurde zugunsten der Krone ausgesprochen. Mein lieber Sherlock, im Folgenden findest du alle Informationen, die uns der verblichenen, oh, das ist auch 2 Seiten, Sir Melvin Bromsby bekannt sind. Er wurde 1892 in Staffordshire als Sohn einer bescheidenen Familie geboren und konnte sein Studium der Architektur und des Tiefbauwesens dank der finanziellen Hilfe seiner älteren Schwester beenden, die einen Blumenladen besaß. Nachdem ihm sein Diplom verliehen wurde, war er bei einer kleinen Firma beschäftigt, die er später für ein großes Unternehmen der Solinger Company verließ. 1872 wurde er nach Indien geschickt, um beim Bau einer Brücke für die Armee zu assistieren. Nach Abschluss dieses Projekts im Jahre 1874 verließ er Solinger und gründete in Bombay sein eigenes Unternehmen. Zu diesem Zeitpunkt umwarb er Charlotte Chappelle, die 2. Tochter von Colonel Campbell. Aha.
dem Oberbefehlshaber einer wichtigen örtlichen Garnison. Das Militär schätze seine Gradlinigkeit und seinen Geschäftssinn. Boah, drei Seiten. So übertrug die Armee ihm viele Aufträge für den Bau von Kasernen und für Arbeiten anderer Art. Im Jahre 1877 vermählte er sich mit Charlotta. Mal gucken, ob ich den Namen noch richtig kriege. Sein Unternehmen florierte und er stellte einen jungen Buchhändler namens Mr. Grimble ein, der später zu Bromsbys persönlichen Assistenten aufstieg. Wie sich herausstellte, war dies eine gute Wahl, da Grimble sich schon bald diversen administrativen Aufgaben übertraf. Sir Bromsbys Unternehmen wuchs und gedieh kontinuierlich über die Jahre. Im Jahre 1879 verschied Charlotta Bromsby, geborene Campbell, bei der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Lavinia. Bromsbys Unternehmen erfreute sich große Erfolge. Die Tatsache allerdings, dass ihnen die Armee fast alle Zivilverträge übertrug, schürte die Eifersucht und das Misstrauen anderer britischer Geschäftsleute in Indien. Gerüchte kursieren, sein Vermögen fußte auf der Ausbeutung seiner indischen Arbeiter und britischer Handwerker. Okay. Und zwar insbesondere auf seine schlechten Arbeitsbedingungen und miserablen Löhnen. 1884, als er vom Tod seiner älteren Schwester erfuhr, entschied er sich, nach Hause zurückzufahren und bereitete die Übertragung seiner Firmenanteile nach England vor. Nach seiner Rückkehr traf er nach und nach alte Bekannte wieder, die ihm vorangegangen waren und ihren Wohnsitz bereits wieder in England hatten. Diese Bekanntschaften waren hauptsächlich pensionierte Offiziere oder ehemalige zivile Verwalter. Die Kontakte und seine jahrelange Erfahrung erlaubten es ihm, sich in England bereichern, weil mehr als in Indien möglich gewesen wäre. Er spezialisierte sich darauf, billige Unterkünfte für das Militär und für Zivilisten zu bauen. Außerdem investierte er sein Geld auch in mehrere Zementfabriken, die es ihm erlaubten, seine Kosten zu reduzieren und somit größere Gewinne zu erzielen. Letzte Seite. 1891 schickte er seine Tochter auf ein Mädchenpensionat in der Nähe von St. Moritz, Schweiz. Sie ist erst vor wenigen Tagen nach England zurückgekehrt. 1892 wurde er in den Ritterstand erhoben. Es gibt mehrere Fälle, in denen sein Name in Zusammenhang mit Verdachten arglistiger Täuschungen innerhalb seiner Verträge und Missbrauch von Strafarbeitern in seinen Fabriken erwähnt worden ist. Solche Praktiken sind im Londoner Geschäftskreisen üblich und dank seines Reichtums konnte er stets eine gerichtliche Prüfung der Vorwürfe umgehen. Wenn also sein Verhalten vor dem Hintergrund der handelsüblichen... Moralvorstellungen bewertet werden soll, so war er weder Engel noch Teufel. Sein Betriebsvermögen eingerechnet, wird sich sein augenblickliches Gesamtvermögen vermutlich auf mehrere 10.000 Pfund belaufen, was ihn zu einem der reichsten Unternehmer in Großbritannien machen würde. Ich wünsche dir Glück bei dem Fall. Dein Bruder Mycroft. Mycroft, nicht Minecraft. So, jetzt haben wir aber fast den ganzen Part gelesen. Gut. Hammer. All den Beweisen zufolge scheint es, dass sich der Schütze weder im Ballsaal noch im Flur befand, aber... Wo war er dann? Das ist die Frage. Sind Sie fertig, Watson? Können wir gehen? Gehen wir zurück zu Sherringford Hall. Dann gehen wir zu Sherringford Hall.
In den Kommentaren wurde mir auch geschrieben, dass Sherlock wohl auch laufen kann. Wir werden es sehen. Kutscher! Erstmal kann er mit der Kutsche fahren. So, kann er wirklich laufen? Nicht, wenn ich... Ah ja. Okay, reden wir mit Miss Lambert. Gehen Sie doch hinein, meine Herren. Gut. Bitte warten Sie hier, Gentlemen. Ich werde nachsehen, ob Miss Lavinia Besucher empfängt. Sie ist in ihrem Zimmer. So, wir können mit allen reden oder gucken, ob er laufen kann. Nein, er kann einfach nicht laufen. Jetzt sind alle Tische weg. Wir haben hier schnell aufgeräumt. Nun, Mr. Grimble, ich habe nicht erwartet, Sie zu dieser Stunde hier zu sehen. Ich mache mir Sorgen um Miss Lavinia. Ich hoffte auch, Neuigkeiten in Bezug auf die Untersuchung zu erfahren. Diese ganze Angelegenheit kann dem Unternehmen großen Schaden zufügen. Angespanntes Verhältnis. Scheinbar hatten Sir Bromsby und Miss Lavinia ein sehr angespanntes Verhältnis. Nun, Sir Bromsby und Miss Lavinia sind nie gut miteinander ausgekommen. In letzter Zeit war ihre Distanz aufgrund diverser Vorfälle sogar noch angewachsen. Welche Vorfälle denn? Was für Vorfälle meinen Sie genau? Ich erinnere mich an einen Vorfall in Indien, bei dem Sir Bromsby einen Freund von Miss Lavinia angriff. Er war der Sohn unseres einheimischen Kutschers. Scheinbar hatte er einen Krug Wasser verschüttet, mit dem Sir Bromsby sich das Gesicht waschen wollte. Bromsby fluchte und schlug vor den Augen seiner Tochter auf den Jungen ein. Miss Lavinia nahm ihren Freund in Schutz und beschimpfte ihren Vater unflätig. Was Sie nicht sagen. Was geschah dann? In ganz Indien gibt es niemanden, der es gewagt hätte, so mit Sir Bromsby zu reden. Er schloss sich für den Rest des Tages in seinem Büro ein. Am nächsten Tag entließ er den Kutscher. Aber trotz dieser Vorfälle bin ich doch sicher, dass Miss Lavinia ihren Vater geliebt hat. Okay. Ich muss mich jetzt verabschieden. Wie Sie wünschen. Ich werde noch hier bleiben. Aha. Reden wir doch mal mit... niemandem. So, und wieder sehe ich bestimmt irgendwas nicht, was schon in diesem Raum ist. Und mit den beiden Herren kann ich nicht reden. Gucken wir mal durch die Tür. Ich muss Sie nun verlassen, meine Herren. Ich habe einige Dinge zu verifizieren. Ja. Je mehr wir die Fakten dieser Angelegenheit erwägen, desto mysteriöser wird es. Es ist wichtig, präzise zu sein und eine schlüssige Analyse zu liefern. Aber wir bei Scotland Yard wissen das nur zu gut. Erinnert mich an einen Fall, den ich mal löste. Ich glaube, es hatte etwas mit gestohlenen Poloschlägern zu tun. Ich selbst habe diesen Sport bis vor einigen Jahren ausgeübt. Wirklich? Mögen Sie auch Polo, Mr. Grimble? Nein. Sie können sich die Vorzüge dieses Sportes nicht vorstellen. Die perfekte Einheit von Mann und Pferd. Ein wenig wie der Walzer. Genau, außer dass in diesem Sport bei vollem Galopp aufgestiegen wird, was die Dinge kompliziert. Ich kann nicht folgen. Die Brixton-Mannschaft ist in meinen Augen das beste Beispiel, wie Polo gespielt werden sollte. Ja, sie mögen ja ganz gut sein, aber was halten Sie vom letzten Spiel der Rangers? Sie waren großartig, aber was ist an Brixton auszusetzen? Waren Sie nicht Ursache eines Spektakels bezüglich einer Korruption? Ja, gerade absolutes Nonsensgelaber. Was war nochmal hinter dieser Tür? Nicht die Küche. So, das hier ist neu, die Tasche. Da gucken wir uns mal um. Die Handtasche von Lavinia Bromsby. Ich heiße das Durchwühlen des persönlichen Besitzes einer Dame eigentlich nicht gut. Aber ich glaube, sie wird es verstehen. Ja, sicher tut die das. Gucken wir uns, das hier können wir uns nicht mal angucken. Dann durchwühlen wir die mal. Auspacken. Programm der Londoner Oper. Lesen. Ein Programm der Londoner Oper. Ah. Harrington Brief. Lesen.
Wupp. Viel zu lesen im Spiel. So, und das Programm der Londoner Oper ist hier nicht drin. Naja. Gut. Briefe... Oh, boah, nein. Teure Miss Lavinia. Entschuldigen Sie meine Kühnheit und seien Sie sich meines aufrichtigeren Anteilnahme und... irgendetwas Zuneigung in dieser für sie so schrecklichen Zeit. Hui, ist das schwierig. Versichert, ah. Ich würde sie nie... ich würde es mir nie verzeihen, wenn ich sie das... die ganze Angelegenheit... Uiuiui. Allein, irgendwas lassen, durchmachen lassen würde vielleicht. Ich mag meinen... Ich trug meinem Kommandeur auf mein Gepäck... Ja. Wem denn? Ich kann noch nicht mal... Kammerdiener auf mein Gepäck in das Gasthaus Queen's Arm zu bringen. Gut. Welches das nächste Gasthaus zu Sherringford Hall ist. Ich würde mich sehr geehrt fühlen, wenn Sie es mir erlaubten, Ihnen von Nutzen zu sein. Sollten Sie meine Hilfe benötigen, so bin ich in meiner neuen Unterkunft nur wenige Minuten von Ihnen entfernt. Ich trug Sorge, dass Sie meine Handschuhe in ihrer was denn? In ihrem Zuhause vergaß, sodass ein Besuch meinerseits keinen Anlass erregen und keinen Grund für Gerüchte liefern sollte. Hochachtungsvoll. Ja, gut, wir haben jetzt viel gelesen und ich würde sagen, wir ermitteln im nächsten Part weiter, wenn es wieder heißt Sherlock Holmes... und das Geheimnis des Silbernen Ohrrings. Ich bin der liebe Fudel. Bis dann.